Was uns mit den Athleten von Swiss-Ski verbindet? Wir kümmern uns bereits heute um die Energie für morgen. BKW, offizieller Sponsor von Swiss-Ski. Es ist sehr schwierig, irgendetwas Genaues zu sagen. Es ist wirklich unglaublich. Vor allem, ja, wenn man denkt, vor einer Woche in Quitfjell habe ich zu unseren Trainern gesagt, falls ich es nicht schaffe, mich zu qualifizieren für das Finale hier im Super-G, dann mache ich heute Vorläufe. Ja, und jetzt stehe ich als Sieger da. Also, es ist etwas unrealistisch. Ist das ein Beweis, dass wenn man nicht so viel trainieren kann, vielleicht auch, und wenn man es vor allem locker nehmen kann, dass man auch automatisch schnell fährt? Ja, also Lockerheit hilft sicher in allen Belangen, was in unserem Skisport ist. Aber trotzdem, es ist keine Garantie und auch kein Training ist sicher auch keine Garantie, sondern da habe ich sicher etwas gezählt von den letzten Jahren, dass ich da schon eine gute Technik erarbeitet habe und da hat das sicher dann extrem geholfen, eben eigentlich so schnell wieder zurückzukommen. Meine Saison, ja, hat eigentlich war extrem offen im September mit der Verletzung. Dann im Januar zurückgekommen, eigentlich auch unsicher, ob ich wirklich die ganze Saison durchfahren kann. Und jetzt am Schluss mit 2 Siegen und auch sonst Podiums, also so etwas habe ich mich nicht einmal getraut zu träumen. King of St. Moritz, Bill Foyts. Yes, hallo. Ja, König von St. Moritz, das ist ein bisschen hochgegriffen. Man sieht die ganzen Häuser da unten, also da bin ich noch kein König. Es ist sicher fantastisch jetzt hier diese 2 Tage, aber vom König noch weit weg. Ja, es ist sicher perfekt für nächstes Jahr, aber es fängt nächstes Jahr wieder bei Null an. Man muss wirklich hoffen, dass ich eine ähnliche Form habe nächstes Jahr, aber da gibt es auch keine Garantie und man muss wirklich hart daran arbeiten und hoffe natürlich, dass ich bei der Weltmeisterschaft ähnlich gut Skifahren darf.